Mein Name ist Christina Dorn, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, bin Unternehmerin und habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir bis jetzt. Ich hatte schon mein Leben lang das Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass ich mich immer gehetzt gefühlt habe. Und dann war aber plötzlich der Tag, ich habe mich als schlechte Mutter gefühlt, als schlechter Mensch und ich konnte halt nur noch weinen. So, und das Weinen hat überhaupt nicht mehr aufgehört und ich habe halt gedacht, okay, jetzt muss ich dann wirklich zum Arzt. Da wurde mir halt gesagt, ich bin überarbeitet, ich habe Stress und vermutlich Depression. Das war für mich auf der einen Seite erleichternd, weil ich nun für meine Symptome, die ich ja mein Leben lang schon hatte, endlich ein Wort gefunden hatte. Auf der anderen Seite war das aber halt auch so, Depressionen sind nicht für mich. Ne? Das haben die anderen und ich halt nicht. So, und das war, also ich fühlte mich einfach nur schlecht. Es war halt klar, dass ich irgendwo in eine Klinik muss, um behandelt zu werden. Und ich für mich wusste, dass wenn ich in ein normales Krankenhaus gehe mit Krankenhausbetten und Krankenhausessen, dass mir das bei meiner Gesundung nicht geholfen hätte. Dann habe ich halt die Bilder auf der Homepage gesehen, habe die Umgebung gesehen und dann wusste ich, wenn ich irgendwo hin muss in eine Klinik, dann auf jeden Fall hier. Ich war vorher in keiner anderen Therapie. Die Blumenburg war wirklich meine erste Therapie und die Einzelsitzung, ich hatte 3 Stück in der Woche, die waren hart teilweise, aber auch immer motivierend. Und man ist nie mit dem Gefühl rausgegangen, ich fühle mich schlechter als vorher, sondern wirklich, man fühlte sich halt besser. Für mich war die Kunsttherapie wirklich sehr, sehr schön. Ich hätte nie gedacht, dass das was für mich ist. Die Therapeutin war halt an meiner Seite und sprudelte dann plötzlich alles aus mir heraus. Und durch dieses Malen und diese Beruhigung war das einfach eine Situation, in der ich mich wirklich richtig wohlgefühlt habe. Die Musiktherapie war wirklich immer sehr schön. Habe ich auch gedacht, das ist überhaupt nichts für mich. Und gerade in diesen Therapien hat sich bei mir immer unglaublich viel bewegt. Als ich angekommen bin, konnte ich kaum eine Treppe hochgehen, weil ich einfach körperlich nicht in der Lage dazu war. Und durch die Therapie, die halt auch wirklich auf einen selbst ausgerichtet ist und ganz individuell geplant wird, habe ich da auch wirklich dann später meine Erfolge gesehen, was natürlich auch motiviert hat. Dadurch bin ich halt auch in diesen Therapiefluss gekommen, konnte das annehmen und dann halt auch damit arbeiten. Und so wurde es halt dann von Tag zu Tag auch besser für mich. Also der Austausch mit den Mitpatienten war tatsächlich super, weil ich das erste Mal erlebt habe, dass es auch anderen Menschen geht wie mir. Mein Zustand war für mich ja immer ein Normalzustand. So, und plötzlich hörte ich andere Menschen sagen, mir geht's genauso. Und das war einfach schön. Auch so schlimm die Situation ja ist, aber ich wusste halt, ich bin nicht mehr alleine. Und mein Umfeld hat positiv reagiert, nachdem ich dann ehrlich gesagt hatte, wo ich war. Ich habe gesagt, ich war in der Klinik, wurde behandelt und mir geht es jetzt halt einfach besser. Mein Fazit, welches ich mitgenommen habe hier aus der Blumenburg, ist, man sollte sich frühzeitig Hilfe holen und nicht ausharren und warten und hoffen, dass die Dinge von alleine besser werden. Das passiert so leider nicht. Vielleicht müssen manche Menschen einfach gezwungen werden, so wie ich, wirklich diesen Schritt zu machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin jetzt die Mutter, die ich sein möchte, die Unternehmerin, die ich sein möchte. Ich habe, was ich erlebt habe in meinem Leben, verarbeitet und akzeptiert, dass das schlimm war, was mir passiert ist, aber dass es mich nicht ausmacht, sondern dass ich bin und ich bin gut und wertvoll, so wie ich bin.